Peace, Leute. Und herzlich willkommen zum allerersten, auch wenn es die Temperaturen wirklich nicht zulassen, Adventskalender-Video für 2023. Ich habe mir, wie ihr sicherlich im Titel schon gelesen habt, mal wieder mich rangetraut an den Kalender von Balea Man von TM. Die letzten 3 Jahre packe ich den aus und jedes Mal rege ich mich tierisch darüber auf, aber ich gebe ihm jedes Mal wieder die Chance, weil er ist halt einfach vom Preis her, der kostet dieses Jahr 16,95 €, ich glaube, 1 € mehr wie letztes Jahr. Er hat auch mal nur 15 € gekostet und er ist kleiner geworden. Der war letztes Jahr viel größer und wenn ihr euch daran erinnern konntet, hatte der so einen Henkel, um den quasi zu tragen. Unnötig, aber er sah einfach anders aus. Er war auch meines Erachtens etwas dünner wie dieses Jahr. Der von den Frauen hat übrigens genau dieselben Maße, nur ist der so pink mit lila und für Frauen halt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Erstmal diese total unnötige Folie davon abzumachen. Weil, wer denkt, dass das der Schutz ist, dass die Türchen nicht aufgemacht werden, irrt sich, weil im DM lagen auch Kalender, wo es einfach durch die Folie gedrückt ist. Also von daher totaler Quatsch. Hier kann man jetzt nochmal sehen, so sieht der Ganze aus. Steht Merry Christmas drauf. Hier hinten ist natürlich ein Zettel drauf, wo man sieht, was drin ist. Den mache ich jetzt mal ab und lass ihn direkt verschwinden. Ich habe nämlich auch noch nicht wirklich geguckt. Von hinten sieht er dann nochmal genauso aus wie von vorne. Wem es aufgefallen ist, wir befinden uns hier übrigens in unserem neuen Haus. Wir sind soweit fertig, klar, es ist noch ein bisschen Chaos überall. Aber es wird, wir wohnen jetzt hier schon eine kleine Zeit, ja, mehr werdet ihr noch mehr rundherum erfahrt hier in weiteren Videos. Ja, heute geht es darum. Jetzt gucken wir doch gleich mal die Türchen. Türchen Nummer 1. Also es sind dieses Jahr wirklich riesige Zahlen. Und Türchen 1 haben wir hier. Oh, das ist direkt groß. Und es geht gut auf. Also hier steht auch wieder was drauf. Die wohl kleinste Stadt der Welt mit insgesamt nur 30 Einwohnern ist Hum in Kroatien. Ah ja, der ist dieses Jahr anders gemacht. Ich komme mal rum, ich zeige es euch mal. Der ist nicht mehr mit so einem Plastikeinleger, sondern ich hole das mal raus. Sieht man das? Aus Pappe. Das ist ein Pappeinleger. Das finde ich schon mal nicht schlecht von Balea. Also hier in der 1 ist auf jeden Fall eine Bodylotion drin. Ist ja nichts Neues, dass da dieser kleine Mist drin ist. So, Türchen Nummer 2. Wo haben wir die 2? Hier oben. Den Converse Chuck Taylor All-Star gibt es seit 1917 und ist der meistverkaufteste Sneaker der Welt. Da ist jetzt ein Waschgel drin. Das ist natürlich die Tuben. Ne, die sind auf. Riecht halt nach Waschgel. So, die 3 haben wir hier unten. Da ist eine Tüte drin. Eine mattierende Gesichtsmaske. 2 Stück mit Arganöl. Und die längste gemessen, der längste gemessene Bart war 5,33 Meter. Na dann, wer es mag. 4 ist wieder was Größeres. Aber die Türen gehen sauber auf, ohne dass alles zerreißt. Das ist ja auch wichtig.
Hier ist ein Shampoo drin. Belebendes Dufterlebnis. Ja. Aber das riecht jetzt meines Erachtens alles nicht so winterlich, muss ich sagen. Das längste je veröffentlichte Wort im Deutschen ist Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerk Bauunterbeamtengesellschaft. Nada. Wichtig zu wissen. So, die 5. Der Weltrekord in der Kategorie die meisten Liegestützen an einem Tag liegt bei 46.001. Fußbutter, nachhaltige Pflege. Ah, schön wieder abwechselnd, rot und grün, das Spiel kennen wir ja auch schon. So, Nikolaus. Es ist Nikolaus, wir freuen uns, wir gehen morgens an unseren Adventskalender und sind schon mal enttäuscht. Das ist so, glaube ich, das kleinste Türchen hier. Was ist denn das? Oh, und das für Balea Man. Mit solchen Pranken. So ein Nagelklipser. Also den muss ich euch jetzt mal von nah zeigen. Guckt mal, das ist ein Nagelklipser. Wenn der in meiner Hand liegt, also lächerlich, das ist ja wohl eher was für Kinder. Also da steht auch hier Balea Man drauf, aber das ist Spielzeug. Geht er? Also gehen tut er, aber das ist Spielzeug. Aber das sind wir ja gewohnt in den Balea-Kalendern, dass da wirklich so ein Müll drin ist. Nägel wachsen schneller am Mittelfinger als am Daumen und kleinen Finger. So, die 7. Von 1912 bis 1948 war Architektur eine olympische Disziplin. Ah ja. Gesichtsbalsam Energy mit Q10 und Vitamin E. Riecht jetzt so nach gar nichts. Die 8 war hier neben. Das ist ein Schaumbad mit orientalisch würzigem Duft. Das ist jetzt auch noch eine dritte Farbe. Boah, das riecht ja wirklich eklig. Boah, was ist da drin? Orientalisch würzig, ja. Wisst ihr, wie das riecht, wenn man in Ägypten auf so einen Gewürzmarkt geht? Genauso riecht es. Also das ist jetzt gar nicht mein Fall, aber das ist jetzt braun. Braune Farbe. Menschen, die viel lachen, leben länger, steht da noch drin. Die 9. Der Bart wächst im Sommer schneller als im Winter. Und ein passendes Rasiergel ist da drin. Die 10. Diese Sucherei hier. Das ist wieder ein großes. Handreinigungspeeling. Gründliche Reinigung stark verschmutzter Hände. Das ist ja hier, wo wir auf der Baustelle arbeiten, praktisch. In Venezuelas Hauptstadt Caracas fahren die Menschen an Heiligabend mit Rollschuhen zur Kirche. Die 11. Ist hier unten. Aber er geht wirklich gut auf. Männerhaut weist seltener Falten auf als Frauenhaut. Und ein Lippenbalsam ist da drin. Können wir mal ausprobieren. Mag sowas eigentlich gar nicht. Riecht aber gut. Ist wie so Gel, kein Creme. Wo waren wir jetzt? Hatte ich die 11, glaube ich, ja. Die 12. Oben wieder. Der kürzeste Linienflug der Welt dauert lediglich 47 Sekunden. Aha. Eine Handcreme, die ist immer praktisch für in die Handtasche, für die Arbeit oder so zum Mitnehmen. Das ist nicht so schlecht.
die 13 unten. Zehn cm Schnee beinhalten im Durchschnitt 1 cm Wasser. Da ist ein Duschgel Let It Snow drin mit erfrischendem Duft. Ja, das riecht auch ganz in Ordnung. Aber hier, ich zeige es euch mal kurz. Die Türchen gehen wirklich gut auf. Also da ist nichts zerrissen oder so. Das ist auch ein bisschen dickerer Karton wie die letzten Jahre. Also dann sehen wir doch mal über die Verkleinerung der Verpackung hinweg und sehen, dass das ein bisschen hochwertiger jetzt ist. So, die hatten wir die 14 schon? Ne, hier ist die 14. Oh, Riesentürchen, kleiner Inhalt. Der italienische Ort Bellagio, Namensgeber des berühmten Hotels in Las Vegas, hat weniger Einwohner, als das Hotelzimmer hat. Da ist ein Gesichtsserum drin mit Q10. Die 15. Ist eine Aromadusche mit belebend zitrischem Duft. Was ist denn zitrischer Duft? Ach, zitrisch. Zitrone. Ja, ist in Ordnung. Männerhaut ist um 16% dicker als Frauenhaut. Was stammt bei der 15? Einer Legende nach ist das Croissant keine französische Erfindung, sondern soll aus Österreich kommen. Hier ist eine Augencreme drin. Hatten wir die denn schon? Nee. Eine Augencreme. Pflegt die Augenpartien. 17. Kleines. Ah, da ist wieder ein Tütchen drin. Wieder eine ein Gesichtspeeling mit Hanfsamenöl. Zwei Gesichtspeelings. Die 18 haben wir hier oben. Styling Gel für unsichtbar starken Halt. Das ist ja auch so Standard jedes Jahr dabei. Ein einzelnes Haar kann bis zu 100 Gramm Gewicht tragen. 19. Creme Dusche Wintertimes mit dem Duft nach Zedernholz und Kardamom. Boah, das finde ich immer eklig. Ach nee, das geht gar nicht. Die 20. Ich bin ja mal gespannt, was bei Lea dieses Jahr wieder an Heiligabend für eine Scheiße da reinmacht. Der Geschwindigkeitsrekord auf Skiern liegt bei 255 km/h. Outdoor Protection Gesichtspflege mit Panthenol. Die 21. Hier in der Mitte. Bart, Shampoo und Conditioner. 2-in-1 Effekt. Die 22. Viele große dieses Mal dabei. Duschgel Santas Chocolate mit dem Duft nach Orange und Schokolade. Boah, das riecht richtig nach Schokolade. Ob das so geil ist, weiß ich nicht. Die 23, nee, die 22 hatten wir noch nicht. Oder habe ich die schon aufgemacht? Muss ja. Habe ich was übersprungen? Oder fehlt das Türchen? Da ist die 24 und die 23. Aber eben hatte ich doch die 21 aufgemacht. Ah, nee, dann habe ich die 22 schon. Okay, die 23 ist eine regenerierende Nachtcreme. Und so, jetzt, es ist leicht, es ist Heiligabend,
Wir gehen an unseren Adventskalender, öffnen das letzte Türchen, was relativ groß ist, und hoffen, dass nach Jahren, wo Balea Man uns enttäuscht hat, endlich mal nach dem hier was Gescheites da drin ist. Ich bin ja mal gespannt. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Also, ich habe mich letztes Jahr über dieses Multifunktionstool sowas von darüber aufgeregt, aber das ist ja wohl die Höhe. Ein Zauberwürfel. Einen Mini-Zauberwürfel. Muss ich das Ding auspacken, wenn ich es überhaupt aufkriege. Also, den muss ich euch vorführen. Guckt euch das an. Das ergeht, aber was ein Müll. Also man kann ihn gut, naja, gut ist was anderes. Ist halt komplett aus dem billigsten Plastik, was sie finden konnten. Bevor ich jetzt was sage, machen wir den mal kurz ganz auf, weil ich mir mal dieses Inlay angucken wollte. Ja, das ist also wirklich, das muss ich stehen lassen. Das hier ist dieses Mal wirklich aus Pappe und nicht wie sonst aus Plastik. Ihr könnt ja mal in die Videos der letzten Jahre von dem Balea Man einschalten. Da seht ihr auch, wie der letztes Jahr und vorletztes Jahr und so aufgebaut war. Was steht bei der 24 übrigens? Balea Man wünscht frohe Weihnachten hiermit. Das ist echt lächerlich. Also so ein Scheiß. Was ist dazu zu sagen? 17 Euro für das. Das sind 2, 3, 4, 5, 6. 6, wo ich sage, es ist okay von der Größe. Diese großen Tuben sind lediglich 2. Und zwar ein Reinigungspeeling und ein Shampoo. Das ist für einen Urlaub mitzunehmen völlig in Ordnung. Auch wenn ich, weiß Gott nicht, wenn ich im Sommer nach Ägypten fliege, mich mit Winterduft duschen will. Aber naja, der Rest sind alles wirklich mini kleine Pröbchen, wo du wirklich, das kannst du auch in den Müll werfen. Das hier ist noch in Ordnung, die gibt es ja auch in diesen Größen zu kaufen, diese Masken und Peelings. Darüber sprechen wir einfach überhaupt nicht mehr. Das Ding will ich gar nicht mehr sehen. Das kann man an den Kindergarten schenken. Also im Grunde genommen wieder, wenn man sich überlegt, dass so eine Flasche in der Originalgröße 55 oder 60 Cent kostet im DM, finde ich es einfach für diesen Preis mal wieder nicht gerechtfertigt, völlig unverschämt. Und diese zwei Überraschungsdinger, diesen Nagelklipser für Babys und diesen echt lächerlichen Zauberwürfel. Also da kriegt DM mal wieder ein richtig nettes Schreiben von mir über diesen Zauberwürfel, der jetzt da unten in der Ecke liegt und ich am liebsten draufspringen würde, dass er in 1000 Teile zerspringen würde. Also dieser Kalender kriegt von mir mal wieder, wie jedes Jahr, einen dicken, fetten Daumen nach unten, lediglich für die Verpackung, die sie geändert haben, gibt es 2 Daumen nach oben, der Rest ist absoluter Schrott. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare, welche Adventskalender wir noch so für euch testen sollen. Ein paar haben wir noch im Petto, die jetzt noch kommen. Aber ich wünsche euch gleichzeitig noch viel Spaß, weil die Ägypten-Videos laufen ja jetzt auch noch ein bisschen. Daher haut rein, eine schöne Vorweihnachtszeit bei 25 Grad und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye.